Moin aus dem schönen Nordrhein-Westfalen und herzlich willkommen im Herzen Europas. Wir haben uns diesmal auf den Weg nach Aachen gemacht. Ziel an diesem Wochenende ist der Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz Bad Aachen. Aachen ist gut und bequem aus allen Richtungen über die A4, 44 und 544 anzufahren. Wir haben Aachen hier schon erreicht und befinden uns auf der Anfahrt zum Stellplatz. Wichtige Info für einige von euch: Aachen hat eine Umweltzone, die bei der Anfahrt über den Außenring bis zum Stellplatz 500 Meter durchfahren wird. Bei der Tankstelle geht es rein und dann sind es nur noch einige hundert Meter bis zum Camping Bad Aachen. Einer der netten Platzwarte ist meist vor Ort. Ihr könnt euch dann direkt bei ihm anmelden. Er ist auch gerne bei der Stellplatzwahl behilflich. Sollte er nicht da sein, gibt es Formulare und einen Briefkasten, wo ihr euch schnell und problemlos anmelden könnt. Wir haben direkt, auch dank des Tipps vom Platzwart, eine schöne Stellfläche gefunden. Die Sonne lacht und für uns startet ein tolles Spätsommerwochenende auf dem Camping Bad Aachen. Nach einer kurzen Stärkung wollen wir uns noch ein wenig bewegen und das Wetter genießen und starten zu einer Tour mit dem Rad. Bilder und alles Wichtige zum Stellplatz gibt's natürlich auch gleich noch. Unser Weg führt uns am Aachener Tierpark vorbei, der das ganze Jahr ab morgens um 9 Uhr geöffnet hat und auch speziell für Kinder einiges bietet. Vielleicht mal ein gutes Alternativprogramm, wenn ihr mit Kindern oder Enkelkindern unterwegs seid. Der Tierpark ist aber heute nicht unser Ziel. Wir wollen auf den Fennbahnweg und dann Richtung Corneli-Münster. Der Fennbahnradweg ist ein grenzüberschreitender Fernradweg zwischen Deutschland, Belgien und Luxemburg, der auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke verläuft und eine Gesamtlänge von rund 130 Kilometern hat. Um Corneli-Münster zu erreichen, benötigen wir zum Glück nicht die Gesamtlänge des Fennbahnwegs. Nach knapp 10 Kilometern ist man schon da. Die alten Bahnhöfe entlang der Strecke werden heute oftmals gastronomisch genutzt, sodass eine Rast mit entsprechender Versorgung super möglich ist. Corneli-Münster blieb von der Zerstörung durch Kriege weitestgehend verschont und der historische Ortskern aus dem Mittelalter ist fast vollständig erhalten geblieben. Noch heute prägen Bürgerhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts das Ortsbild Corneli-Münsters. Viele dieser Häuser um Corneliusmarkt und Benediktusplatz sind denkmalgeschützt. Es heißt, Corneli-Münster besitzt eines der historisch bedeutendsten Ortsbilder des Rheinlandes. Die ehemalige Reichsabtei von 1721 ist heute Sitz der nordrhein-westfälischen Landeseinrichtung Kunst aus NRW. Wir machen noch einen Spaziergang durch den sonnigen Abteigarten und nach einer kleinen Stärkung machen wir uns so langsam auf den Rückweg nach Aachen. Der Fennbahnradweg hat übrigens nur eine durchschnittliche Steigung von 2% und ist prima und ohne große Anstrengung auch ohne E-Bike zu fahren. Eine Tour nach Corneli-Münster können wir euch nur empfehlen. Ein wirklich schönes, kleines, beschauliches Örtchen. Den Abend lassen wir mit nicht ganz so gesundem, aber auch mit ganz gesundem auf dem Teller und ein wenig Datensicherung und notwendige Arbeit am Laptop auf dem Stellplatz Aachen ausklingen.
Den neuen Tag beginnen wir natürlich mit einer heißen Tasse Kaffee. Und nachdem wir den guten Durchblick wiederhergestellt haben, starten wir in einen neuen, sonnigen Spätsommertag auf dem Camping Bad Aachen. Der Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz hier in Aachen bietet auf einer Gesamtfläche von rund 1,2 Hektar 47 Stellmöglichkeiten. Die Stellplätze sind überwiegend eben auf Schotterrasen bzw. Rasengitter. Die Stellflächen sind mit einer Größe von 80 bis 100 Quadratmetern großzügig bemessen. Tisch, Stühle, Markise und alles, was man sonst für einen schönen Aufenthalt benötigt, finden hier Platz. Der Stellplatz kann rund um die Uhr angefahren und auch wieder verlassen werden und ist nachts beleuchtet. Es gibt einen Brötchenservice und auch die aktuelle Tageszeitung bekommt man beim netten Platzwart. Wer seinen Grill vergessen hat, dem wird auch geholfen. Der schöne Grillplatz mit Grillhütte wartet auf Nutzung. Stromanschluss und ein Wasseranschluss ist für jeden Stellplatz vorhanden. Die Entsorgung ist großzügig bemessen und kann auch von größeren Mobilen problemlos angefahren werden. Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, könnt ihr wie vorhin schon gesagt tagsüber in den Tierpark gehen und die Nacht könnten sie dann auf dem Zeltplatz verbringen, den es hier auf dem Camping Aachen auch gibt. Hunde sind auf dem Platz willkommen. Sie finden schöne Auslaufmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung vom Stellplatz im Gillisbachtal. Ganz neu auf dem Stellplatz ist das tolle Service- und Sanitärgebäude, das bei unserem Aufenthalt Ende September 2020 noch nicht geöffnet war und wir somit keine Innenaufnahmen machen konnten. Inzwischen ist aber alles fertig und in Betrieb. Die Kurverwaltung Aachen hat uns einige Bilder zur Verfügung gestellt, sodass wir euch einen Eindruck vom neuen Sanitärgebäude geben können. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an die Kur- und Badegesellschaft Bad Aachen. Neben Spülmöglichkeiten für Geschirr, Toiletten, Duschen und ein behindertengerechtes Familienbad gibt es auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Die Stellplatzgebühr beträgt für das Wohnmobil bzw. den Wohnwagen 23 Euro pro Tag. Darin enthalten ist der Strom, das Frischwasser, die Entsorgung, die Nutzung der sanitären Einrichtung inklusive der heißen Dusche, das WLAN und der Vierbeiner. Es gibt auch eine ermäßigte 10er-Karte. Reserviert werden kann hier in Aachen nicht. Wir wollen uns jetzt nochmal auf den Weg in die Aachener Innenstadt machen, die nur knapp 2,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt ist. Das geht gut mit dem Rad oder auch zu Fuß. Man kann aber auch ganz bequem in den Bus steigen. Die Haltestelle ist nur einige hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Hier von der Bushaltestelle aus sind es übrigens auch nur noch einige Meter bis in die kleine Fußgängerzone von Burtscheid. Dort findet ihr auch einen Supermarkt und andere Einkaufsmöglichkeiten. Hier von der Haltestelle Marienhospital fahren die Busse im Minutentakt und ihr könnt bei der Haltestelle Elisenbrunn direkt im Zentrum der Kaiserstadt wieder aussteigen. Das ist wirklich praktisch, denn ihr seid dann nicht nur am Elisenbrunn, sondern auch direkt bei der Touristeninformation. Hier starten auch die Stadtführungen. Infos und Karten bekommt ihr auch direkt hier, beim netten Team der Touristinformation. Nebenan findet ihr den Elisenbrunnen. Der Elisenbrunnen wurde 1827 fertiggestellt und steht bis heute auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz. Bei dem heutigen Brunnen handelt es sich aber um eine Rekonstruktion, da der ursprüngliche Elisenbrunnen während des Zweiten Weltkriegs durch einen Bombenangriff nahezu vollständig zerstört wurde. Nach dem Krieg wurde er schließlich originalgetreu wieder aufgebaut. Hier fließt das 52 Grad warme Heilwasser aus der Kaiserquelle. Das stark schwefelhaltige Wasser sorgt für den bekannten Geruch nach faulen Eiern am Elisenbrunnen. Aachen ist eine Stadt der kurzen Wege. Vom Elisenbrunnen aus sind es nur einige Schritte, bis man beim Aachener Dom ist.
Er ist das wohl bedeutendste Wahrzeichen der Stadt und besteht aus mehreren Teilbauten. Der Dom kann täglich ab morgens um 7 besichtigt werden und man kann dann die rund 32 Millionen verbauten Mosaiksteinchen bewundern. Bewundern kann man auch die Sammlung in der Aachener Domschatzkammer. Im Domhof steht der Paradiesbrunnen. Er befindet sich in der Mitte des Kreuzgangs vom Aachener Dom. Vom Katschhof hat man nochmal einen schönen Blick auf den Aachener Dom. Wenn man sich hier einmal umdreht, schaut man direkt auf das Aachener Rathaus. Das Rathaus hat wie der Dom eine lange Historie. Aber auch in der jüngsten Geschichte spielt das Rathaus eine wichtige Rolle. 2019 wurde hier der Vertrag von Aachen geschlossen. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde im Krönungssaal von der Bundeskanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten unterschrieben. Aachen bietet neben Dom und Rathaus natürlich noch viel mehr. Alles zeigen können wir wie immer nicht. Neben einem großen gastronomischen Angebot kann man sich natürlich auch einfach seinen Sonnenschirm schnappen und shoppen gehen. Oder am Brunnen ein lecker Fläschchen Bier genießen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Aachen. Für uns heißt es jetzt wieder auf zu neuen Zielen. Wenn ihr auch bei unseren nächsten Touren dabei sein wollt, könnt ihr einfach unseren Kanal abonnieren. Kostet wie immer nichts und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Alle wichtigen Informationen zum Stellplatz, wie Anschrift, Koordinaten, Telefonnummer, Homepage und E-Mail, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Tschüss aus Aachen, bis zum nächsten Mal.